Aloha und herzlich willkommen zu Gamondo packt aus. Der Show, in der ihr dabei zuseht, wie wir geile Sachen auspacken. Heute mit dem Rollenspielklassiker Final Fantasy VII. Natürlich nicht ganz der Klassiker, der damals 1997 für die PlayStation 1 erschienen ist. Der wurde nämlich komplett neu aufgelegt für die PlayStation 4. Und zwar das Final Fantasy VII Remake von Square Enix. Und wir haben heute die coole, schicke, geile Collector's Edition von dem Titel. Frisch gebracht von Tifa und Cloud, die hier natürlich auch im Studio sitzen, auf einen Schokobo geritten. Und der Final Fantasy Titel ist natürlich in aller Munde. Ich habe es auch schon angezockt. Es ist ein geiles Spiel, es macht wahnsinnig viel Spaß. Die Steuerung ist ein bisschen komisch, muss man sich ein bisschen daran gewöhnen. Aber das Spiel sieht hammermäßig geil aus. Es hat eine richtig opulente Optik. Man wird richtig in diese Welt reingezogen. Klar, es ist jetzt aufgesplittet in mehrere Teile, aber hey, es ist Final Fantasy VII in einer kompletten Neuauflage. Also für Leute, die das Spiel vorher noch nie gespielt haben und für die Leute, die es schon mal gespielt haben, gleichermaßen interessant. Ja, und das ist Final Fantasy VII. 1997 brachte Square Enix das Rollenspielmonster Final Fantasy VII auf den Markt. Der Titel erschien damals für die PlayStation 1 und wurde nun komplett neu aufgelegt für die PlayStation 4. Das Spiel ist eine optische Wucht. Grafisch wird hier alles aufgefahren, was es so gibt. Die Figuren sind sehr schick und stylisch und auch die Gegend, die Stadt Midgard, ist wunderbar in Szene gesetzt und wirkt lebendiger denn je. Das neue Kampfsystem stößt nicht auf viel Gegenliebe, aber die opulente Optik und auch die packende Story trösten darüber hinweg. Ja, und von diesem Spiel haben wir jetzt diese schicke, geile Collector's Edition, die mir jetzt überreicht wird. Vielen Dank. Ja, man muss in Corona-Zeiten aufpassen. So, diesmal bin ich vorbereitet. Ich habe eine Schere. Damit kriegen wir dieses geile Paket hoffentlich auch sehr schnell auf. Mal schauen, wie gut das geht. Der freundliche Freund und Helfer. So. Dann wollen wir mal reinschauen. Oh, da ist noch eine Box drin. Eine Box in der Box. Kennen wir ja. Wir haben hier noch was. Was ist das? Das sieht mir nach einem Final Fantasy Schlüsselband aus. Sehr cool. Cool. Nettes Extra. So, was haben wir noch? Ich denke mal, das dürfte wahrscheinlich dann das Spiel sein. Ich mach mal ein bisschen Platz hier. So, was haben wir denn hier? Das Final Fantasy Paket mit dem Spiel und ja, dem Steelbook wahrscheinlich. Das ist die Deluxe Edition. Die ist integriert in dieser Collector's Edition. Das heißt, wir haben nicht nur die komplette Deluxe Edition von dem Titel, sondern auch noch das Bonuszeug der Collector's Edition. Dann fangen wir doch hiermit mal an. Und machen das Plastik auf. Ja, jetzt wäre die Schere natürlich auch ganz gut, aber das geht einfach. Plastik ist nicht unser Freund. So, dann machen wir mal auf. Sehr schön. Ach ja, vielleicht sollten wir mal kurz dieses coole Logo zeigen, weil das ist so schön schimmerig. Da steht zwar jetzt nur Final Fantasy VII drauf, Remake, Deluxe Edition, aber es glänzt sehr schön auf diesem schwarzen Hintergrund. Das ist sehr, sehr, sehr cool. So, und dann holen wir mal als erstes das Steelbook raus. Das haben wir hier. Wir sehen vorne den Sephiroth, würde ich mal sagen, in einem Flammenmeer. Das ist übrigens auch eine Szene aus dem Spiel. Also,
so ähnlich, ohne was zu spoilern zu wollen. Wir sehen Sephiroth auch in Flammen. Und hinten, oder vorne, wo ist vorne? Wie auch immer, wieder schwarz und das einfache Logo. Sehr schön. So, und wenn wir hier reingucken, sehen wir dann nochmal sehr schön die beiden Bilder. Das ist ja die Stadt und Cloud, wie er davor steht. Das ist sehr, sehr nice zu sehen. Das ist ein sehr, sehr schönes Steelbook. Ich mag Steelbooks. Ach, das riecht auch noch so neu. Das ist sehr, sehr schick. Das ist toll. So, als nächstes haben wir das kleine Artbook. Ist das nicht geil? Also wir haben jetzt hier auch wieder Cloud vorne drauf. Mit dem Logo. Und natürlich hinten ist natürlich einfach plain schwarz. Aber Square Enix steht drauf. Immerhin. So, wenn wir hier kurz mal reinblättern, so ein bisschen. Wir haben hier, das ist ja geil. Also wir haben jetzt hier nicht nur Bilder, sondern auch Beschreibungen. Also komischerweise auch mal auf Japanisch noch und dann darunter auf Englisch. Auch Netz. Das ist, was haben wir denn da für Bilder noch so? Hier so ein paar Maschinen. Das sieht doch auch cool aus, oder? Also es sind sehr, sehr viele Bilder. Also es ist weniger Beschreibungstexte als ein richtig cooles Artwork hier von der... Das ist doch nice, oder? Wunderschön. Muss ich sagen, ich mag Artbooks gerne. Vor allen Dingen so Hardcover-Sachen. Ist ein bisschen klein, aber es ist cool. Es ist schön, dass es da ist. So, dann haben wir natürlich noch... Erstmal das Spiel. Das Spiel an sich ist natürlich auch immer essentiell. Hier haben wir natürlich jetzt, das ist das Standardcover. Ich weiß, es gibt ein Bändecover vom Titel. Vorne sehen wir jetzt erstmal nur den Cloud vor dem weißen Hintergrund mit dem Logo oben in der Ecke. Und hinten haben wir natürlich dann noch ein paar Screenshots, Informationstexte und natürlich die rechtlichen Hinweise. Das machen wir jetzt auch mal auf. Schauen uns dann nachher mal das Wendecover an. Wie gut, dass ich jetzt hier mal eine Schere habe. Dann kann man das vielleicht auch machen. Wenn man es so geschickt machen würde wie ich. So. Ja. Okay, dann... Machen wir mal auf und wir sehen jetzt erstmal vorne, natürlich, es sind zwei Blu-Rays, das Spiel ist riesengroß, deswegen kommt es auf zwei Blu-Rays daher. Na, so. Ja. Und wir haben hier innen drin, haben wir auch noch die Download-Codes, denke ich mal. Ja, die zeigen wir jetzt natürlich nicht, aber man kriegt halt noch ein paar extra Inhalte, digitale Inhalte. Aber wir haben halt das Wendecover. Und das will ich euch natürlich jetzt auch mal zeigen. Machen wir einmal so rum. So. Und dann sehen wir jetzt vorne ganz simpel schwarz mit dem Logo von Final Fantasy VII Remake. Viele wissen es vielleicht nicht, aber die japanischen Titel von Final Fantasy VII, von Final Fantasy VII, von Final Fantasy, die hatten halt immer ein relativ simples Logo. Das heißt wirklich nur immer der Schriftzug mit einem grafischen Ornament drauf. Und das ist jetzt hier quasi so eine Art, kann man sich aussuchen. Nimmt man jetzt so die japanische Variante oder die amerikanische, weil bei der amerikanischen Version muss immer irgendwie die Heldenfront drauf sein. So ist es halt. So, und dann gehen wir mal weiter und nehmen das letzte raus. Und da haben wir den Soundtrack. Der kommt natürlich in einer schicken Papphülle daher. Der Main Soundtrack mit dem Logo vorne drauf, wieder schwarz, relativ simpel. Ist halt immer dieses relativ edle halt. Das halt ein schwarzer Hintergrund, Logo und so weiter. Das ist immer relativ cool. Und hinten sind natürlich dann die Tracks dann aufgelistet, die einzelnen. Das ist auch relativ cool. Ja. Und damit sind wir mit der Deluxe Edition schon durch. Das heißt, diese Deluxe Edition, also jeder, der die Deluxe Edition gekauft hat, bekommt diese Inhalte. Inklusive der digitalen Download-Codes natürlich. Das heißt, abgesehen von
dem Schlüsselbund. Den kriegt natürlich nicht jeder. So, dann machen wir mal weiter. Jetzt gucken wir mal, was in der anderen Kiste drin ist. Final Fantasy von PlayArts. Ja, jetzt muss ich hier echt mal ein bisschen Platz schaffen, sonst ist das halt so ein bisschen... ja, dann schauen wir mal. Weitere Kiste. Und dann schauen wir hier auch mal rein. Anstrengend. Ja. Dann schauen wir mal. Ja, noch noch ein Karton. Karton über Karton im Karton. Jetzt muss ich echt hier mal ein bisschen. Es ist zu wenig Platz hier. So, was haben wir denn hier? Vielleicht sollte ich das mal nach vorne drehen. Wie ich schon vorher gesagt habe, schwarz mit dem Logo, sehr, sehr edel. So auch bei dieser Verpackung, hier dürfte die Figur drin sein. Wir sehen hier vorne wieder das Final Fantasy Logo, natürlich auch PlayArts, der Hersteller. Die machen halt immer qualitative Gaming-Figuren, also da ist man sich immer auf der sicheren Seite, dass das richtig gute Qualität ist. Und dann schauen wir mal, wie wir das jetzt hier aufmachen. Und hier... Wenn man weiß wie, dann hier haben wir noch Zettelchen. Aufbaubeschreibung brauchen wir natürlich jetzt auch erstmal nicht. Dann gucken wir mal, dass wir das Ding entsprechend rausziehen. Mal gucken. Ja. Könntest du mir helfen? Mal nochmal auf dem Blatt hier. Das ist ja so ein bisschen eng. So. Und. Et voilà. Mehr Karton. Boah. Also. Das müsst ihr euch mal angucken, Leute. Ist das Hammer oder ist das Hammer? Also das ist ja wohl der Hammer. Also wir haben hier den Cloud als Actionfigur. Das ist noch relativ normal, aber das Motorrad, das ist der Hammer. Das ist ja riesengroß. Okay, mal gucken. Wir haben hier noch verschiedene Hände. Wenn wir uns das genauer angucken. Und der Cloud, ich hol den mal raus. Mal schauen, das sind ja zwei Deckelchen. Das geht alles. Aber man merkt, es stapelt sich so ein bisschen vom Umfang her. Nehmen wir erstmal hier den Cloud, der ist ja super. Und sein Schwert ist auch noch dabei. Das sehe ich hier drunter. Ja, das hole ich jetzt erstmal nicht raus, aber Leute, guckt euch den an, das ist ja der Hammer. Also super detailliert. Wir haben hier ein Schulterpolster, das ist locker, die Hände und die Arme lassen sich biegen. Das ist cool. Also das ist Cloud. Also zumindest der neue Cloud aus dem Remake, so sieht er auch aus. Das ist cool. Also dieser Gesichter, also das ist der Hammer. Einfach das ist krass. Wunderschön. Ja, also wir haben hier noch unterschiedliche Hände, also bei den Fingern lassen sich natürlich bei solchen Actionfiguren meistens nicht bewegen. Deswegen gibt es hier eine Vielzahl von unterschiedlichen Händen für Cloud. Er kann da unterschiedliche Sachen machen. Ja, das Motorrad ist auch eine Güte, also wo soll man das anfassen? Oh, es ist schwer. Also, na gut, das steht jetzt erstmal so nicht. Aber, das ist ja der Wahnsinn. Also wir haben hier, das kann man sich nur angucken, also diese ganzen Details, also hier das ist der Wahnsinn. Also das Rad lässt sich auch drehen, so das Hinterrad hier so, das ist natürlich wie im Spiel. Das ist der Wahnsinn. Also es ist, es steht. Es ist halt auch dieser Lack wieder. Also, als Spielzeug wahrscheinlich eher ungeeignet, weil das würde wahrscheinlich jeden Sammler in den Wahnsinn treiben, wenn er ein Kind sieht, wie er dann rumgeht.
Na gut, die Sammler selbst können natürlich dann dumm spielen, aber das ist hammergeil. Also das ist ein absolutes Highlight, muss ich sagen. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Und das ist nun drin in dieser Collector's Edition von Final Fantasy VII, den Remake. Wir haben ein cooles kleines Schlüsselbundchen, was beilag als kleines Extras. Es zeigt die Charaktere des Titels und es ist einfach ein cooles kleines Extra. Wir haben die Deluxe Edition ebenfalls enthalten in dieser Collector's Edition, in dieser coolen kleinen Box mit dem Glitzer-Logo. Einfach schick. Darin enthalten natürlich das Steelbook mit Sephiroth in Flammen und dem Final Fantasy Logo hinten drauf. Im Inneren befinden sich auch noch zwei Artworks, einmal Cloud und natürlich die Stadt Midgard. Schick, schick. Und ebenfalls enthalten das kleine Artbook Hardcover-Ausgabe mit vielen coolen Seiten, mit Artworks von den Charakteren, den Monstern, den Umgebungen. Einfach nur schick. Ein Artbook gehört einfach in eine gute Collector's Edition dazu. Was auch dazu gehört, ist das Spiel selbst. Das kommt mit einem alternativen Cover daher, sodass man sich halt aussuchen kann, welches man verwenden möchte. Mit zwei verschiedenen Blu-rays auf dem wahnsinnig großen Spiel und natürlich DLCs. Sehr schön. Und natürlich haben wir noch den Mini-Soundtrack von Final Fantasy VII mit ganzen 12 Tracks aus dem Spiel. Und natürlich das Herzstück der Collector's Edition ist Cloud auf seinem schicken, geilen Motorrad. Es hat einfach wahnsinnig viele Details. Cloud sieht einfach wahnsinnig toll aus. Er hat halt so viele Details, aber die Details werden natürlich noch übertroffen durch die Details vom Motorrad. Das ist einfach der Hammer. Wenn man sich das genau anguckt, es sieht einfach super, super geil aus. Also es ist einfach toll, kann man nicht anders sagen. Es ist einfach wunderschön. Daran kann man sich sehr, sehr lange erfreuen. Es ist einfach bombastisch. Das ist einfach phänomenal gut. Ja, und das ist nun drin in dieser Collector's Edition von Final Fantasy VII. Einfach nur toll. Es ist eine großartige Collector's Edition. Das sollte eigentlich jeder in seiner Sammlung haben. Wäre es nicht so schwer, das zu bekommen. Schick, schick.